Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute gibt es ein Rebuy Unpacking. Hier ist das Paket, das ich heute zusammen mit euch auspacken möchte. Es ist gerade hier bei mir eingetrudelt und ich bin sehr gespannt auf die Bücher, die da drin sind. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr wie viele Bücher, so 6 oder 7 Bücher bestellt. Alle im Zustand sehr gut. Ich glaube, es ist die ein oder andere Reihenvervollständigung dabei, aber auch Auftakte von neuen Reihen, weil es gibt einfach zu viele Reihen, die zu gut klingen und ich kann nicht widerstehen. Ich freue mich sehr. Meine letzte Rebuy-Bestellung war, glaube ich, letzten Sommer und ja, deswegen dachte ich, ich gönne mir mal was und freue mich sehr über diese Bücher, die ihr jetzt sehen werdet. Bitte nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch denn gefällt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr von diesen Büchern schon was gelesen habt und ja, ob sie euch gefallen haben oder nicht. Ich muss jetzt erstmal irgendwie... Ich habe ja immer Angst, dass ich die Bücher kaputt mache, wenn die da so hin und her rutschen. Ich muss erstmal rausfinden, wie mache ich denn das auf? Wahrscheinlich hier. Oh, ich sehe schon was. Oh, ich sehe schon was. Ah. Okay, also. So sieht das Ganze von innen aus. Und wir legen los. Habe ich schon gesagt, dass ich alle Bücher im Zustand sehr gut bestellt habe? Weiß ich nicht. Aber manchmal hat Rebuy da ja auch sehr eigene Definitionen von sehr gutem Zustand bei Büchern. Es sind Taschenbücher und Hardcover. Und das erste, das mir jetzt hier in die Hände fällt, ist tatsächlich in einem sehr guten Zustand. Die Sekte Deine Angst ist erst der Anfang von Mariette Lindstein. Und das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich habe den ersten Teil letztes Jahr im September, war es glaube ich, gelesen. Da habe ich ein Pigma-Sub mit Lea vom Kanal When Love Speaks gemacht. Und sie hatte von meinem Sub den ersten Teil, die Sekte, rausgesucht. Und ich möchte gerne weiterlesen. Deswegen habe ich gesehen, als es das da gab, dass ich das gerne haben möchte. Ich weiß den Anfang vom Satz nicht mehr. Aber ja, es ist tatsächlich ein sehr guter Zustand. Also keine einzige Leserille. Alles prima mit diesem Buch. Grundlegende Geschichte dieser Reihe ist, es geht um Sophia Baumann. Und Sophia Baumann, ja, purzelt irgendwie durch ziemlich blöde Umstände halt in eine Sekte rein. Diese Sekte lebt komplett zurückgezogen auf so einer kleinen Insel und sie denkt halt zuerst, das ist alles total toll dort und so die Gemeinschaft untereinander. Und sie arbeitet dort, also sie ist zunächst nicht wirklich, sie stolpert nicht in diese Sekte rein, weil sie ja, aufgrund der Ideologie oder so, weil sie das so toll findet, sondern sie fängt halt an, dort zu arbeiten für den Sektenführer. Ich habe schon wieder den Franz Oswald, genau. Und ja, sie merkt dann aber ziemlich schnell, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und dass alles schon ziemlich komisch ist dort. Ja. Und darum geht es in dieser Geschichte und ich bin sehr gespannt zu lesen, wie es hier weitergeht. Das nächste. Der Fluch der 7 Seelen von Adeline Grace, auch tatsächlich ein sehr guter Zustand, würde ich mal behaupten. Also keine Leserin, sieht sehr schön aus. Da hat man ja irgendwie eine Weile auf amerikanischen oder englischsprachigen BookTube-Kanälen sehr viel gehört von diesem Buch. Und ich bin, guckt mal, seht ihr das? Ist jetzt ein bisschen, jetzt, schaut mal. Mensch, das sieht aber schön aus. Das ist eine Fantasy-Geschichte mit Piratem-Einschlag. Also was ich so gehört habe, ist so eine Mischung aus Fantasy mit so einem Fluch der Karibik-Style. Also ja, ich meine, cooler geht es eigentlich schon gar nicht. Das klingt so gut. Es geht hier um die Prinzessin Amora. Und Amora, wie gesagt, Prinzessin eines Inselreichs. Und als Tochter des Königs soll sie eine bestimmte Art von Magie, bestimmte Kräfte haben. Und dann verliert sie aber wohl die Kontrolle über ihre Kräfte. Sie muss fliehen. Und das tut sie dann mit dem gutaussehenden und mysteriösen Piraten Bastian. Klingt extrem gut. Bin ich sehr gespannt drauf. Okay, ich mache erstmal die Taschenbücher alle durch. Ah ja, okay. Das hat eine dicke Leserille. Aber
Catherine Webb, die Frauen am Fluss. Da habe ich sehr viel Gutes drüber gehört. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich möchte gerne mehr von Catherine Webb lesen, nachdem mich ihr letztes Buch so begeistern konnte. Und ich weiß, sie hat noch einige Bücher mehr geschrieben. Und deswegen, das hier habe ich irgendwann mal gelesen. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass das hier wirklich auch sehr, sehr gut sein soll. Und deswegen dachte ich, dann mache ich hiermit weiter. Das spielt England 1922. Es geht um Irene. Und es geschieht ein brutaler Mord, nämlich Irenes Mann. Und angesehener Gutsherr wird tatsächlich ermordet. Und sie macht sich mit einem Stallmännchen gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit und findet dann aber wohl, macht dann wohl auch einige überraschende Entdeckungen. Und das zu lesen, bin ich sehr gespannt drauf. Also wie gesagt, ich habe gehört, dass das wohl wirklich sehr, 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 sehr gut sein soll. Next. Ja, das ist auch in einem sehr guten Zustand, bin ich sehr happy drüber. Und zwar dieses hier, die unsichtbare Bibliothek von Genevieve Cockman. Wenn ihr mein Bücherschnitzeljagd-Video gesehen habt, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass ich dieses Buch im Rahmen dieses Videos kurz in der Hand hatte und es hat mich nicht losgelassen. Ich habe ja in dem Video selber durfte ich den Klappentext ja nicht lesen, ich musste ein Buch nur anhand des Covers kaufen. Und ich habe mich dann letztendlich doch für ein anderes Buch entschieden, aber habe halt nie gelesen, worum es hier geht. Weil ich den Klappentext ja nicht lesen durfte im Rahmen dieses Videos. Und zu Hause, wie gesagt, es hat mich nicht losgelassen, aber ich hatte ja den Titel auf Video. Deswegen konnte ich das dann zu Hause Gott sei Dank noch nachgucken, was für ein Buch das war. Und ich musste unbedingt wissen, worum es geht. Ich habe es gelesen und habe gedacht, boah, das klingt so gut, das möchte ich unbedingt lesen. Das ist nämlich der Auftakt einer Reihe. Also es gibt mittlerweile einige Bücher aus dieser Reihe und es geht hier um die sogenannte unsichtbare Bibliothek. Und hier steht, das ist ein Ort jenseits von Raum und Zeit und ein Tor zu den unterschiedlichsten Welten. Hier werden einzigartige Bücher gesammelt und erforscht, nachdem Bibliothekare im Außendienst sie beschafft haben. Irene Winters ist eine von ihnen. Ihr aktueller Auftrag führt sie in eine Welt, die dem viktorianischen London ähnelt. Dort ist eine seltene Version der Grimmschen Märchen aufgetaucht. Doch was als einfacher Einsatz beginnt, wird nur allzu schnell ein tödliches Abenteuer. Klingt das nicht fantastisch? Das waren die Taschenbücher. Ich habe noch drei Hardcover. Das hier. Der Uhrmacher in der Filigree Street von Natasha Pulley. Das habe ich wirklich so beim Stöbern auf Readby entdeckt. Und ich habe mir durchgelesen, worum es geht. Und ich habe gedacht, warum ist mir dieses Buch vorher noch nicht begegnet? Das klingt so, es klingt einfach so gut. Und deswegen habe ich es direkt in den Einkaufswagen gepackt und mitgenommen. Und ich bin sehr froh, dass es auch tatsächlich in einem super Zustand ist, muss ich sagen. Auch das hier nimmt einen mit ins viktorianische England, aber auch ins Japan des 19. Jahrhunderts. Es geht darum, London, Oktober 1883. Ein Angestellter des Innenministeriums kommt eines Tages nach Hause und findet unter seinem Kopfkissen eine Uhr. Und ein paar Stunden später gibt es einen großen Bombenanschlag auf Scotland Yard. Und interessanterweise hat diese Uhr, die der, wie heißt denn, Nathaniel, unter seinem Kissen gefunden hat, ihn rechtzeitig gewarnt, dass dieser Bombenanschlag stattfinden wird. Und er will dann natürlich wissen, was es mit dieser Uhr auf sich hat und geht zu einem Uhrmacher. Und dieser Uhrmacher soll ihm helfen. Und dieser Uhrmacher kommt aus Japan und scheint auch ein Geheimnis zu haben. Und was das alles auf sich hat, also es klingt fantastisch. Ah, okay. Das hatte ich schon fast vergessen. Das ist ja viel dünner als der Vorgänger. Okay, krass. Ich habe das hier gekauft, Bluthaus von Romy Völk. Das ist der zweite Teil auch einer Krimi-Reihe. Und ich habe den ersten Teil vor einiger Zeit gelesen, fand den auch sehr unterhaltsam und dachte, ich mache da mal weiter. Ich habe nämlich auch erst in einem Video im Dezember Totenweg heißt es, glaube ich, in die Kamera gehalten, also der erste Teil hiervon. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen überrascht, dass das so viel dünner ist. Aber nun gut, wie viele Seiten hatten das? 300. Ja, okay. Hätte ich jetzt gedacht, es wäre ein bisschen umfangreicher, aber muss ja jetzt auch nichts, muss ja nichts heißen. Auch das hier ist in einem Zustand sehr gut. Hier ein kleiner
Knick irgendwo, aber sonst alles prima. Hier geht es wohl um ein rätselhaftes Haus, das Bluthaus genannt wird, nachdem dort eine Familie grausam ermordet wurde. Und dann verschwindet wohl eine Freundin von Frieda Paulsen, eine der Ermittlerinnen in dieser Krimireihe. Und das hat wohl irgendwie auch mit diesem Bluthaus zu tun. Und ich freue mich sehr darauf, weiterzulesen. Und das letzte Buch, das war auch echt so ein Zufallsfund bei Rebuy. Und ich habe mir den Klappentext durchgelesen und habe gedacht, okay, das klingt echt nicht schlecht. Und zwar, und außerdem sieht es wunderschön aus, Das Herz der Zeit, die unsichtbare Stadt von Monika Peetz. Auch noch nie vorher irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht irgendwie was verpasst habe oder keine Ahnung, ob das einfach bisher noch nicht so zusammen mit hier der Filigree Street, dem Uhrmacher, ob das einfach nicht so die typischen Booktube-Bücher sind oder so. Aber hallo, guckt euch das doch mal an. Oh, ist das schön. Ist das schön. Auch das ist der Auftakt einer Reihe. Und ich meine, es geht um Zeitreisen. So, also. Ich lese einfach mal vor, ja, weil ich glaube, das ist am einfachsten. Was wäre heute, wenn ich das gestern ändern könnte? Lena, ein Mädchen ohne Vergangenheit, aber mit 1000 Fragen. Und nicht einmal ihre beste Freundin Bobby kann sie beantworten, obwohl sie sonst immer alles weiß. Dante, ein Junge mit verschiedenfarbigen Augen. Er kommt aus einer anderen Welt. Und vielleicht hat er die Antworten, nach denen Lena sich so sehnt. Eine geheimnisvolle Uhr mit 8 Zeigern verbindet ihre Welten. Eine Reise beginnt, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Klingt schön, oder? Und wie gesagt, es sieht wunderschön aus. Und mit diesem wunderschönen Buch, schließlich schließe ich diesen Rebuy-Haul ab. Ganz tolle Bücher, also ich bin begeistert. Es ist keins dabei, von dem ich jetzt sagen würde, das ist so grottig, das schicke ich zurück. Das eine von Catherine Webb hat eine Leserille, ist aber auch ja schon ein älteres Buch, meines Wissens nach. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ groß, dass man ein Buch bekommt bei Rebuy, das dann vielleicht bei jemand anders schon ein bisschen länger im Regal steht. Aber insgesamt bin ich sehr happy mit dieser Bestellung. Ich freue mich sehr. Ich glaube, ich habe insgesamt inklusive Versandkosten 40 Euro bezahlt. Kann man nicht sagen, ne? Kann man nicht sagen. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Freue ich mich sehr drüber und deswegen sage ich bis nächste Woche. Tschüss!